ist nie heilbar, es wird mich mein ganzes Leben begleiten. Es tut weh, es ist unangenehm und dann bekommt man halt auch noch gesagt, dass es auch eklig ist. Könnte das Herpes sein? Ich bin selber unsicher. Ich selbst hatte es noch nie, aber 9 von 10 Menschen haben tatsächlich Herpes und es ist nicht heilbar. Nachher treffe ich Natascha. Sie wird mir erzählen, wie sie seit ihrem Teenageralter mit der Herpesinfektion umgeht und wie sich ihr Alltag seitdem verändert hat. Vorher gehe ich aber jetzt mal in die Innenstadt und frage mal, was die Leute über Herpes wissen und ob sie denn wissen, dass Herpes nicht heilbar ist. Habt ihr euch schon mal über das Thema Herpes informiert? Nein. Nee. Glaubt ihr, dass ihr Herpes haben könntet? Weiß ich nicht. Hattest du denn schon mal Herpes? Nein. Wie macht sich das denn bemerkbar? Wie sieht das aus? Sieht eher aus wie so ein Pickel, wie so ein Ausschlag. Wenn sich an der Lippe zum Beispiel so Bläschen bilden. Was hast du denn damals gegen die Infektion gemacht? Bei uns hieß es früher mit Zahnpasta. Ich schwöre auf Ingwer-Shots. Ich war in der Apotheke und da wurde mir dann so eine Creme verschrieben. Wisst ihr denn, wie viele Leute Herpes haben in Deutschland? Boah, keine Ahnung. Schätzt mal, bei 10 Leuten, wie viele haben es? 4. 1. 7. Es sind tatsächlich 9 von 10, die Herpes haben. Ehrlich? Boah, das ist tatsächlich viel mehr, als ich erwartet habe. Wie würdest du denn damit umgehen, sag ich mal, wenn die Symptome dauerhaft da wären? Ja, ich glaube, da würde ich mich dann medizinisch ärztlich beraten lassen und da irgendwie auf Hilfe hoffen. Apropos ärztliche Beratung, hier oben auf dem i kommst du zum TK Online Hautcheck. Da kannst du Fotos von deinen Symptomen hochladen und bekommst schnellstens ärztliche Beratung. Hallo Natascha. Hi. Hi, Marvin, freut mich. Hallo. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wo geht's ins Wohnzimmer? Folgt mir einmal. Gerne. Wann hattest du denn das erste Mal Herpes? In der Teenagerzeit. Das war, glaube ich, so 5., 6. Klasse. An welcher Stelle war denn das erste Mal der Herpes? An der Lippe. Also ich habe es prinzipiell immer an der Unterlippe. Wie war denn damals deine erste Reaktion darauf? Also erstmal wusste ich gar nicht, was das ist und dachte, ich habe halt trockene Lippen, weil es hat halt angefangen zu jucken. Und dann hat sich halt das Bläschen gebildet und das war am Anfang, als ich das erste Mal hatte, sehr, sehr klein. Ja, dann habe ich halt meine Mama gefragt, Mama, was ist das? Irgendwie fühlt sich das komisch an, es tut weh. Und ja, dann hat Mama halt gesagt, ich glaube, das ist Herpes. Weißt du denn, wo du dich infiziert hast? Oder wie? Bei mir ist es mittlerweile von der Sonne. Da sind extreme Sonneneinstrahlungen, also zum Beispiel im Urlaub oder wenn ich halt extrem viel Stress habe. Oder auch, wenn mein Immunsystem angegriffen ist, also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich eine Erkältung bekomme. Aber die Infektion, wo du die her hast, das weißt du gar nicht? Nein. Weil oftmals wird ja auch mit dem Klischee gearbeitet, ja, hast du wild rumgeknutscht, da übertragen, aber es kommt ja auch einfach davon, wenn man die gleiche Flasche oder das gleiche Glas benutzt, ne, kann man sich auch ratzfatz infizieren. Ja, also wenn man dann irgendwie doch irgendwie nochmal aus einem anderen Glas mittrinkt, sowas ist bei mir, da bin ich auch sehr extrem anfällig mittlerweile für, dass ich dann halt auch Herpes bekomme. Aber ob das damals der Auslöser war, das kann ich nicht mehr sagen. Heißt das im Umkehrschluss, dass du heutzutage so penibel darauf achtest, dass du mit niemandem mehr das Glas teilst? Ja. Wenn du sagst, dass du die 5., 6. Klasse war, wo es das erste Mal aufgetreten ist, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen doofen Spruch gab, oder? Wie war damals die erste Reaktion darauf? War dann schon so, was hast du denn da und wie siehst du denn aus? Das ist halt kein schönes Gefühl, ne? Wenn man Herpes hat und dann dafür, also man fühlt sich ja eh schon unwohl, es tut weh, es ist unangenehm und dann bekommt man halt auch noch irgendwie von außen so gesagt, dass es auch eklig ist. Also es war nicht schön. Wie hat sich das in den Laufe der Zeit entwickelt, das Feedback von außen? Also es ist weniger geworden. Ich glaube auch dadurch bedingt, dass ja, viel mehr Leute auch wissen, was genau ist das und ja, nicht mehr so dieser extreme Ekel davor da ist. Aber ich achte zum Beispiel schon drauf, dass ich ja nicht mehr irgendwelche Sachen benutze, die dann das Ganze nochmal sichtbar verstärken. Zum Beispiel? Wenn ich Salben verwende, dann achte ich schon darauf, dass die farblos sind, damit man halt nicht irgendwie noch gesagt bekommt, oh, du hast aber Zahnpasta an der Lippe, ne? Mhm. Was machst du denn konkret, um irgendwie dich zu stärken und den Stress nicht so an dich ranzulassen? Also ich bin ein Riesenfan von Morgen- und Abendroutine. Könntest du uns da was zeigen? Na klar. Einer deiner Tagesroutinen ist das Buch, ein Tagebuch, ein Journal. Wie sieht das aus? Also ich habe zum Beispiel morgens, fange ich halt an, dass ich mir eine Affirmation aufschreibe, die mich den Tag halt begleiten soll. Dann schreibe ich halt auf 3 Dinge so, wofür ich dankbar bin. Die Auszeit am Meer mit meiner Mama, weil ich da ein paar Tage halt mit meiner Mama an der See war. Aber auch, dass ich dankbar halt für mich und mein Leben bin und einfach, dass es mir gut geht.
abends ist es halt so, dass ich halt nochmal reflektiere, okay, wie war der Tag, wie war mein Energielevel? Und dann schreibe ich halt immer noch auf, was mein heutiges Erfolgserlebnis war, ne? Weil das hilft mir auch enorm, halt nicht in so eine Stresssituation zu verfallen. Das heißt, das sind so die kleinen Dinge im Leben, wo du versuchst, einfach den Stress wirklich rauszuziehen, dass du dich halt nicht stressen lässt. Und das wiederum hilft dir, Herpes zu reduzieren? Richtig. Krass. Also ich muss sagen, für mich ist das, also es macht schon Sinn in meinem Kopf, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so weitreichend ist, ne? Dass man seinen ganzen Tagesablauf darauf polen kann, um halt Stress rauszuziehen. Eine andere kleine Sache, die mir gerade auffällt, ist, du trinkst mit dem Strohhalm. Ja, auf jeden Fall. Also der Strohhalm ist wirklich unerlässlich. Also auch zu Hause achte ich drauf, dass ich dann zumindest so immer weiß, was ist mein Glas. Nachdem du dein Journal geschrieben hast, ist der zweite Step Yoga. Ja. Merkst du schon was im Rücken? Ich merke alles im Rücken. Es ist ja alles schön und gut, aber was hat das jetzt mit Herpes zu tun? Also ich kann dir sagen, mir persönlich hilft das einfach extrem, entspannt in den Tag zu starten, einfach weniger Stress zu produzieren. Und weniger Stress heißt für mich immer, weniger Risiko, Herpes zu bekommen. Echt faszinierend, dass Stress gleich Herpes bedeutet. Wie fühlt sich denn Herpes an? Ich persönlich hatte noch nie einen Ausbruch. Ob ich das Virus an sich habe, weiß ich gar nicht. Mhm. Wie fühlt sich das denn an? Beschreib mir das doch mal, weil ich kann es irgendwie noch nicht nachvollziehen. Ja, also ich merke das bei mir immer, dass es anfängt zu kribbeln. Und spätestens, wenn es dann anfängt zu jucken, dann weiß ich, okay, da kommt was. Und dann merke ich auch eigentlich schon im nächsten Moment, also es wächst dann wirklich schnell. Mhm. Vom ersten Kribbeln zum Juckreiz zur ersten Erhebung von der Blase, die sich dann entwickelt, das sind manchmal nur wenige Stunden. Hast du irgendwie Fotos oder so? Kannst du mir irgendwie was zeigen? Ich habe optisch gar keine Ahnung, wie sowas aussieht. Klar, kann ich dir zeigen. Also ich habe vom letzten Jahr, wo ich mit meinem Mann auf Kreta war, sieht das dann aus. Also da ist es jetzt zum Beispiel auch schon etwas abgeheilt. Ne? Mhm. Ich bin ganz froh, mittlerweile habe ich es ganz gut in den Griff bekommen, dass ich auch nicht mehr so Riesenblasen bekomme. Mhm. Und wenn es dann heilt und halt so krustig wird, dann sieht es halt irgendwann so aus. Ne? Also es ist dann wirklich, also es ist halt auch richtig schön. Ne? Ja, okay, aber für mich sieht es jetzt im ersten Moment einfach aus wie eine Verletzung. Also als hätte man sich gestoßen oder beim Sport irgendwie. Eine aufgeplatzte Lippe. Ja, genau, ne? Genau. Ja. Also mittlerweile muss ich sagen, ist es auch okay, weil ich es in einem Rahmen halten kann, wo es klein ist. Mhm. Früher war das anders, aber da bin ich ehrlich, da habe ich auch keine Fotos mehr von, weil ja, man fotografiert sich halt auch nicht gern, wenn man Herpes hat. Ne? Wie war es denn anders? Also deutlich mehr, größer. Mhm. Es war, also die Blasen sind teilweise auch echt dick geworden, dass es wirklich so die halbe Lippe bedeckt hat und auch super schmerzhaft war. Also wirklich, dass ich teilweise dann auch nicht richtig essen konnte, nicht richtig trinken, weil die Lippe ja dann auch anschwillt. Also es ist ja wie eine Entzündung, kann man sich das vorstellen. Und das ist halt mega unangenehm, ne? Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 wirklich irgendwie Armbruch wäre, wie doll tut's weh? Ja, schon so 7, 8, wenn es dann, dann wirklich groß ist auch. Und da kann man ja auch gar nicht normal essen und trinken, nee, oder? Nee, also ich hatte wirklich auch Phasen, wo es nicht möglich war, weil es dann auch brennt. Wenn es dann wirklich so auf dem Hochpunkt ist und alles geschwollen ist, dann ist es echt schon schmerzhaft, ja. Ich habe in den letzten Tagen echt häufig auf YouTube Videos gesehen, wo irgendwelche Tipps aufgelistet sind und die Aussage, so kannst du Herpes heilen. Ja, ist kompletter Quatsch, ne? Also gerade heilt Herpes ist halt nicht richtig, weil es ist nicht heilbar. Es ist halt ein Virus, den man in sich trägt und wenn er einmal ausbricht, dann bricht er halt immer wieder aus und man kann wirklich immer nur gucken, präventiv zu agieren, um wie bei mir zum Beispiel mittlerweile wirklich die Ausbrüche zu minimieren. Also jetzt beispielsweise mittlerweile bin ich ja verheiratet, also ja, dann gibt es halt keinerlei Zärtlichkeiten, ne, wenn ich Herpes habe. Ich versuche dann halt auch wirklich auf Abstand zu gehen, obwohl mein Mann hatte auch noch nie einen Ausbruch und der findet das jetzt auch nicht so schlimm, aber man selbst will ja auch niemanden irgendwie in Gefahr bringen, weil man weiß ja auch nie, wann kommt der erste Ausbruch. Das kann ja trotzdem auch erst später kommen, ne? Das heißt, eigentlich lebst du ja so ein bisschen in einem Kreislauf, dass du wartest, bis der nächste Herpes kommt. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile die Einstellung, ich warte nicht darauf, dass es passiert, weil das habe ich auch
im Teenager-Alter einfach gemerkt, wenn man in so eine Situation kommt, dann stresst man sich ja dann auch wieder. Und dann ist es erst recht der Teufelskreis, dann hat man Angst davor, Herpes zu bekommen und dann bekommt man ihn erst recht. Und deswegen, ja, also es ist nie heilbar, es wird mich mein ganzes Leben begleiten und das Einzige, was ich immer nur machen kann, wirklich schauen, möglichst präventiv zu agieren, dass es halt nicht ausbricht. Das heißt, Stress vermeiden, Sport, gute Ernährung, Immunsystem stärken. Genau, ja. Gibt es noch andere Ratschläge, die du Betroffenen geben könntest? Vor allem wirklich auch auf sich achten, also Achtsamkeit, ja, wirklich gar nicht so viel an sich ranlassen und nicht aus den gleichen Gläsern trinken. Natascha, vielen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du so offen mit uns über das Thema gesprochen hast. Sehr, sehr gerne. Wenn du da draußen auch betroffen bist von Herpes, schreib gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin mir sicher, andere freuen sich, deine Tipps zu lesen. Nach meinem Gespräch mit Natascha bin ich doch ein bisschen überrascht, dass Herpes so eine schmerzhafte Angelegenheit ist. Eigentlich dachte ich, dass es dabei mehr um die Optik geht, aber dass es für die Betroffenen so ein Leidensdruck ist, das habe auch ich nicht erwartet. Nächstes Mal geht es weiter mit Miri und dem Thema COPD. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gerne unseren Kanal hier auf YouTube. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund. Morgens husten, mittags husten, abends husten, was viele Raucher kennen. Dass da schon was kaputt gegangen ist, wird einfach sehr häufig negiert. Aber was kaputt gegangen ist, bleibt kaputt.